Hey Leute, ich bin euch hier zu Super Mario Maker. Zu keiner normalen Folge, sondern zu einer speziellen Folge. Und währenddessen könnte ich mal hier eben das Video ablaufen lassen. Das können wir uns so nebenbei mal angucken. Denn heute in der Folge geht es darum, dass ich euch Baumeister ansprechen möchte, ja? Ich möchte gerne eure Level spielen, aber ich möchte nicht einfach nur, dass ihr mir euren Code schickt. Ich möchte gern, dass ihr Baumeister, wenn ihr da Lust drauf habt, mir vielleicht schreibt in Skype, also mein Skype-Namen kennt ihr ja vermutlich alle, Mr. Randybet, schreibt mir in Skype, wenn ihr Skype habt, dass ihr gerne Lust hättet, bei Super Mario Maker dabei zu sein und mir eure Level zu schicken und dann gemeinsam mit mir diese Level spielt. Ja, denn ich möchte nicht so schlicht und einfach euer Level haben und dann einfach mal spielen. Ich möchte gern die Geschichte dahinter erfahren und mit euch gemeinsam das Level spielen. Ja, was machen wir hier gerade? Das ist vom Artbook. Es ist ziemlich lustig, denn im Artbook sind Codes drin, die ihr in Mario Maker eingeben könnt. Und der zeigt euch dann hier ein bisschen was, was ich ziemlich interessant finde. Aber auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, ja, wenn ihr Lust drauf habt, eure Level zu sehen und ihr da Lust drauf habt, da mitzumachen, also ganz einfach, schreibt mir in Skype unter Mr. Randybet, schreibt mir einfach rein, ey, ich hätte Lust bei Super Mario Maker mitzumachen. Das ist ganz einfach, einfach schreiben, ich hätte Lust bei Super Mario Maker mitzumachen, dann antworte ich euch und dann tauschen, also dann gebt ihr mir eure IDs und dann gucken wir, wann ihr mal Zeit habt und suchen uns einen Tag gemeinsam aus und werden einige Level zum Spielen. Wie viele ich denn immer pro Part da mache oder mit der Person gemeinsam mache, muss ich mit der Person absprechen, weil ich dann erfahren möchte, wie schwer die Level sind. Weil wenn ich ja halt für ein Level eine Stunde brauche, dann kann ich halt nur ein Level spielen. Ja, so ist das halt. Und das finde ich echt cool. Das ist eine Idee, die ich mir auch mal in mein Level einfließen sollte. Ja. So viel dazu, also Leute, ne, wenn ihr da wirklich Lust drauf habt, schreibt es gerne auch in die Kommentare, aber am besten, wie gesagt, über Skype, ja? Schreibt mir über Skype an, am besten direkt auch mit reinschreiben, dass ihr es wegen Mario Maker ist, weil sonst, ja, ansonsten weiß ich nicht, was ihr wollt, weil sonst wird einfach nur Skype eingeladen und wenn da nichts beisteht, dann bin ich ja nicht schlau draus und nehme das meistens nicht an. Ja, also wie gesagt, schreibt mir in Skype, dass ihr bei Super Mario Maker dabei sein wollt, euch euer Level präsentieren wollt, dann natürlich mit euch, also da hätte ich wirklich Lust drauf, dass der Macher des Levels mitmacht, also ganz ehrlich, ich möchte gerne mit ihm skypen, er soll mir was über sein Level erzählen, das fände ich persönlich extrem cool. Die Leute, die darauf Lust haben, sollen sich bitte melden, wer da keine Lust drauf hat, der dann eben nicht. Natürlich nehme ich auch einfach so Codes an und ich spiele auch so einfach Levels, die könnt ihr dann rein theoretisch einfach in die Kommentare schreiben. Weil ich habe jetzt viel selbst gebaut und wir geben hier noch einen Code ein. 7962. Wie gesagt, ich habe schon selbst auch einige Level gebaut. An ein paar YouTuber geschickt, die haben das auch gespielt, was echt so cool ist. Und ich selbst habe von ein paar Leuten ein paar Level bekommen, die habe ich aber auch schon hauptsächlich alles schon fast gezeigt, daher brauchst du neuen Stuff, Leute, neuen Stuff, ja. Wenn ihr da Lust drauf habt, meldet euch einfach, ja. Ich hoffe, ein paar Leute haben da Lust drauf, weil sonst wäre es echt schade drum, weil sonst muss ich einfach weiter hunderte die Mario-Fotos machen oder sonstiges. Naja, Leute, wir sehen uns eben im nächsten Part. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bis dahin und ciao.